und schaut einfach sehr gerne nach Heidenheim. Das ist bemerkenswert, eben auch nach diesen namhaften Abgängen. Trotzdem ist eben wieder zu bestätigen, komplett über das Kollektiv, über die Geschlossenheit im gesamten Verein, das entsprechend auch aufzufangen. Ja, ich habe es die Tage, glaube ich, schon mal gesagt. Alle Strukturen hier in Deutschland müssen genauso bleiben, dass dann eben auch solche Erfolgsgeschichten dann möglich sind. Das ist schön zu beobachten aus der Ferne ja, da kann man natürlich nur ein ganz großes Kompliment entsprechend aussprechen an die handelnden Personen. René Kübler für die BZ. Ja, schön anzuschauen, aber nicht schön zu bespielen, glaube ich, kann man sagen. Einer der unangenehmsten Gegner wahrscheinlich in der Liga, außer natürlich den Spitzenteams, die aber auf andere Weise unangenehm sind. Was wird gefordert sein? Ja, wir sind maximal gewarnt und haben die negative Erfahrung letztes Jahr im Spiel in Heidenheim ja, gemacht. Es ist so, dass ja, sie sind nie abgeschrieben, ja, egal welcher Spielstand. Das war auch letzte Woche in Dortmund, und du hast das Gefühl, sie liegen dann 2-0 zurück und es geht nicht arg viel. Und auf einmal sind sie sofort wieder im Spiel drin. Ja. Also sie kommen immer wieder zurück. Man darf nicht nachlassen, egal bei welchem Spielstand. Braucht eine brutal hohe Aufmerksamkeit, gedanklich absolut auf der Hut sein, gedankliche Schnelligkeit, weil sie da wirklich diese Geschlossenheit haben und immer auch diesen Glauben haben, eben noch zurückzukommen. Dazu haben sie einfach auch diese offensive Qualität, immer ein Tor schießen zu können. Diese Erfahrung hat auch Augsburg im ersten Spiel in Heidenheim machen dürfen. Ja, das sind wir maximal gewarnt.